Du kennst das doch auch, dass du in einem Zustand bist, in dem einfach alles läuft. Dinge im Gespräch einfach so aus dir rauskommen, ohne dass du groß drüber nachdenken musst. Aber ich habe mich bewusst in diesen Zustand versetzt, denn ich war ängstlich. Ich habe mir gesagt, dass ich mich darauf konzentrieren muss, wie ich hilfreich sein kann, nicht darauf, ob ich hier gute Arbeit leiste. Ich muss mich darauf konzentrieren, zu geben und nicht darauf, wie es laufen wird. Wenn du daran denkst, wie es läuft, wirst du dir Sorgen drüber machen. Ich habe es geschafft, diese Sachen zu machen, die mich wirklich auf Erfolg programmiert haben. Und ich verspreche dir dafür, das zu feiern, musst du dann überhaupt nichts mehr tun. Du wirst dich so gut fühlen, dass du regelrecht vibrierst. Massive Veränderungen in deiner Physiologie, durch die du dich super fühlst. Massive Veränderungen in deiner Konzentration, sodass du dich ganz besonders auf Dankbarkeit konzentrierst und darauf, was du erreichen willst, sodass du das Gefühl bekommst, dass du es schon erreicht hast. Und dann massive Veränderungen, mit denen du deinen Körper dazu antreibst, stärker zu sein. Und du dann diese Incantations machst. Ein paar Sätze vor dich her sagst, immer wieder und wieder, mindestens 5 oder 10 Minuten lang. Damit wirst du deinen Verstand, deinen Körper, deine Emotionen konditioniert haben. Und dein Geist wird einen regelrechten Höhenflug erleben. Jetzt wirst du mit deinen Problemen ganz anders umgehen. Es werden für dich gar keine Probleme mehr sein, sondern Herausforderungen. Und was viel wichtiger ist, du wirst dich darauf freuen, Menschen zu begegnen und Kontakte zu machen. Du wirst dich über deine Projekte freuen. Du wirst auf eine andere Art und Weise auf die Leute in deiner Umgebung einwirken, weil du eine außergewöhnliche Psychologie hast. Wenn du einen außerordentlichen Körper haben willst, brauchst du dafür ein Ritual oder einfach nicht. Ein Diätritual oder ein Trainingsritual. Wenn du außerordentliche Emotionen, einen außerordentlichen Spirit haben willst, brauchst du dafür Rituale. Du kannst deinen Zustand so schnell ändern, aber du musst es dir zur Gewohnheit machen. Habe ich dich überzeugt? Ich hoffe es. Denn das hier geht um dich und nicht um mich. Es geht darum, dass du dir langfristig aufbaust, was du willst. Wenn du das hier machen willst, es dir richtig angewöhnst und du es regelmäßig machst, wenigstens 4 Tage die Woche, aber kontinuierlich und ohne Pause und Ausflüchte, dann wirst du enorm stolz auf dich sein. Wenn du dich selbst auch nur ein kleines bisschen disziplinierst, nebenbei, das hier wird sich nicht wie Disziplin anfühlen, sondern wie Spaß, wenn du das machst. Aber wenn du dich auch nur ein bisschen disziplinierst, es dir zur positiven Gewohnheit machst, die du bewusst erzeugst, wird sich das auf alle Bereiche deines Lebens auswirken. Jetzt ist der Moment gekommen, zu handeln.